Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Tauschpaket für dich und zwar haben die liebe Seva Sweet Beauty und ich ein Trash-Paket gemacht. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute drehe ich ein paar mehr Videos. Bin relativ ungeschminkt, also nur so ein bisschen meine Augen gemacht und das war's. In diesem Video gibt es auch eine kleine Verlosung und zwar verlose ich an einen von euch die Essence Crystal Power Eyeshadow Palette. Die sieht echt geil aus, also ne? Das sind Wahnsinnstöne. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox drin. Ja, die gibt es auf jeden Fall hier in diesem Video zu gewinnen. So, ich klicke sie aber hier hinten mal hin. Die liebe Seva Sweet Beauty und ich schreiben uns schon seit einiger Zeit echt, ja, über alles Mögliche, ne? Wir schicken uns Sprachnachrichten und irgendwie informieren wir uns, wenn irgendwo welche Aktionen sind oder so. Und dann hatte sie irgendwie eine Box und hatte in dieser Box ein Rosenwasser und hat dann geschrieben, oh, Claudi, du weißt, ich vertrage keine Rose, willst du es nicht haben? Habe ich gesagt, ja, nehme ich wohl, aber du kriegst auf jeden Fall was dafür zurück. Und dann haben wir angefangen, uns Fotos zu schicken, also so von meiner Aussortiertkiste und sie von ihren aussortierten Sachen. Und dann hat sich das alles so entwickelt und am Ende ist dieses Paket daraus entstanden. Das, was ich von ihr gekriegt habe, das, was ich ihr geschickt habe, hat sie garantiert auf ihrem Instagram-Account gepostet. Schau da gerne mal vorbei, ich verlinke dir alles unten in der Infobox. Und ja, ich bin gespannt, was dieses wunderschöne Herzchenpaket so verbirgt und möchte das mit dir zusammen aufmachen. Dann würde ich mal sagen, los geht's, ne? Eins habe ich durch YouTube Tauschpakete, Trashpakete gelernt. Habe immer eine Schere dabei. Und fahre ab und zu mal zum Werkstoffhof und bringe deine leeren Kartons weg, falls du sie nicht anderweitig irgendwo weiter versenden kannst. Es kommt immer darauf an, wie gut die Kartons noch in Schuss sind und so, ne? Weil man kann die ja nur bis zu einem gewissen Belastungsgrad weiter versenden. Happy New You! Oh. Oh, hat die sich eine Mühe gegeben. Hat die alles eingepackt. Und ich wette, dass die irgendwas noch mit eingepackt hat. So, das Thumbnail ist gemacht. Dann können wir jetzt nämlich auch diese schönen eingepackten Sachen tatsächlich öffnen. Oh, es tut mir immer so leid, wenn ich das so schön eingepackt sehe, ne? So, als erstes gucken wir uns mal die Karte an. Weil da steht an Claudis Welt drauf. Und ich bin Claudis Welt und ich darf das aufmachen. Da ist eine schöne Blume drauf. Ist das eine Geranie? Oder wie heißen die? Oder Gerbera? Finde ich schön. Liebe Claudi, ich freue mich sehr auf unsere Tauschpakete und hoffe, dass ich eine gute Wahl für dich getroffen habe. Es ist doch etwas mehr geworden als gedacht. Hihi. Ich hab's gesagt. Ich hoffe, du freust dich über die Sachen. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Wie sagst du immer, fühl dich ganz lieb gedrückt von mir. Danke. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Auspacken. Ganz liebe Grüße, Seva Sweet Beauty. Danke, danke, danke. So, ne? Wir gucken mal rein. Und zwar habe ich als erstes hier etwas, da steht Berry drauf und ein Smiley. Oh, wie geil ist das denn? Ein Body Peeling von Balea Icy Berry. Das habe ich ja noch gar nicht irgendwie gesehen. Das ist ja geil. Es war bestimmt mal irgendwie eine Limited Edition oder so. Und sie reißt es einfach auf. Ja, weil mein Duschpeeling ist bald leer. Dann kann ich das hier bald benutzen. Oh, das riecht so geil. Das riecht wie Eis. Oh, riecht das gut. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich das nicht esse. Mega cool. Vielen, vielen Dank. Also es riecht wirklich wie Bäreneis, ne? Voll cool. Mit Himbeere. Banana! Das ist die Banana Glow Palette von 183 Days. Die habe ich... Hatte ich die schon mal? Weiß ich gar nicht. Aber die... Oh, geil. Die riecht gar nicht so sehr nach Banana. Swatch die mal. Oh, die fühlen sich schön an. Wow. Mache ich so? Ich bin voll schlecht im Highlighter-Swatchen. Hallo. Das sind schöne Töne. Die müssen getestet werden. Der hier ist mir ein bisschen zu eisig. Also wenn, dann würde ich den im Winter tragen. Den goldenen finde ich ganz interessant, obwohl ich nicht so für goldene Highlighter bin. Aber den champagnerfarbenen, den finde ich richtig klasse. Muss getestet werden. Blue Therapy
von Biotherm, Blue Therapy Red Algae Uplift. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Das ist ja eine Creme, eine Anti-Aging-Creme mit Lifting-Effekt für sichtbare Regeneration. Morgens und abends auf, gleichmäßig auf Gesicht und Hals verteilen. Okay, wird getestet. Das ist so eine rote Tube. Die hatte ich, glaube ich, auch mal. Genau, die habe ich sogar so gerne verwendet, dass ich die sogar durchgeschnitten habe und dann den letzten Rest mit den Fingern rausgefuddelt habe. Danke. Ist bei dir in guten Händen. Evelyn Make-up Artist. Make-up Blender besonders soft. Siehste, muss ich testen. Ein Sponge. Der ist ja sau interessant. Überall hier festgehalten. Lass ihn los. Loslassen. So. Wir haben ihn befreit. Okay, der ist echt interessant. Der hat so zwei abgeschrägte Seiten. Und hier kannst du den echt gut festhalten und dann quasi für Concealer super verwenden. Mega. Danke. Für zwischendurch. Guten Appetit. Fitvia Chocolate Body Cookies. Happy New You. Das kommt aus dieser Box. Was ist das? Schokoladenkekse ohne Zuckerzusatz. Enthält Süßungsmittel. Ach, das sind Schokocookies. Aber wir essen gleich, ne? Aber ich guck mal rein. Reingucken darf man. Ja, die werden tatsächlich nach dem Abendbrot erst gegessen, weil das sind richtige Schoko-Cookies. wir essen gleich erstmal Abendbrot, da gibt es lecker Tintenfischringe. Das kommt nicht so gut zusammen. Deswegen, aber geil. Moments of Sweetness. Boah, du Geile. Oh, yum. Das ist ja lecker. Hot Choco Mix und so Zuckerstangen und Marshmallows. Oh, lecker. Und das kann man sich so richtig geil als Getränk machen. Das ist was für den Winter. Also das ist jetzt nicht für jetzt von Becky's, kenne ich nicht. Geil. Und dann macht man sich so eine heiße Schokolade und dann macht man, oh, garniert man die so schön mit Marshmallows und den, oh, Baby. Gießen Sie der Getränkemischung in eine Tasse. Schreibfehler. Füge allmählich 200 ml heiße Milch unter Rühren hinzu. Füge die Zuckerstangen und Minischaumzucker hinzu und genießen. Oh ja, das mache ich. Wird ein tolles Herbst-Winter-Getränk. Danke. Etwas zum Kreativsein. Viel Spaß. Okay. Party Light Clearly Creative. Was ist das? Ein Dekorationsset? Oh, ja. Da kann ich richtig malen. Da kann ich dann quasi diese Teelichter anmalen. Da sind so Steinchen, so Glitzersteinchen mit dabei. Da sind Silber und goldene Marker mit dabei. Da sind vier Farben dabei, Pinsel und zwei Teelichter. Ja, geil. Und die werde ich mal in Claudi-Style schick machen und dann werdet ihr die mal bei mir im Hintergrund sehen. Ich habe ja Urlaub, ich habe ja Zeit, da kann ich sowas machen, ne? Ein wahrer Schatz. Oh, das ist von Garnier, wahre Schätze. Eine Haarmaske. Oh ja, Ahornbalsam mit Rizinusöl. Das ist gut zum Haarwachstum. Für stark geschädigtes Haar. Das habe ich, das ist super. Zurzeit ist es ganz extrem bei mir, da muss ich richtig Haaröl verwenden, damit meine Haare wieder heile werden. Und das ist so fest, da siehst du richtig, wie krass das und wie reichhaltig das ist. Und das riecht wundervoll. Oh, geil, danke. Da freue ich mich drauf. Das Eigentliche. Die ist so geil. Ja. Hauptsache, du hast es draufgeschrieben, ne? Hauptsache. Ey, ohne Witz jetzt mal. Ohne Witz. Es ging eigentlich, es ist übrigens sehr gut eingepackt, eigentlich nur um diese zwei. Nicht mal. Ja doch, das hatte sie auch geschrieben. Shampoo für jeden Tag, Blütenglanz mit Bio-Rose, weil sie ja keine Rose mag und verträgt. Und das A. Anwar Bio Rose, kann ich nicht lesen, Rose Water. Nur um diese zwei Produkte ging es eigentlich. Eigentlich nur um das. Und was ist daraus geworden? Du Schlingel. Du elender Schlingel. Etwas von deiner Lieblingsmarke. Neutrogena. Würde ich jetzt mal ganz grob vermuten. Aber das kenne ich gar nicht.
Cellular Boost für glatte, jünger aussehende Haut. Das kenne ich echt noch gar nicht. Das ist eine Gelmaske, so eine zweigeteilte und das ist Silber. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie cool ist das denn? Dankeschön. Für jugendlichen Glow hat sie hier drauf geschrieben. Du Schlingel, packst hier so viel rein. Von M. Asam. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Essence of Youth. Das ist eine Essenz für die Jugendlichkeit. Dieses Serum mit wertvollem Resveratrol, Paracresse-Extrakt und Vitamin E hilft der Haut, sich von negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die jugendliche Ausstrahlung ihres Hautbildes zu bewahren. Angereichert mit wertvollen Ölen wie Traubenkernöl, Arganöl und Aprikosenkernöl hinterlässt es ein seidig weiches Hautgefühl. Du Verrückte, guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Wow. Oh. Also mein aktuelles Serum neigt sich übrigens dem Ende zu. Das heißt, das könnte ich tatsächlich danach verwenden. Das heißt, ich kann jetzt hier mal testen. Oh, es kommt so milchig flüssig daraus. Und das riecht schön. Das riecht echt schön. Oh, guck mal. Das reicht aber fürs ganze Gesicht. Ja, fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Also das wird auf jeden Fall ein gebührender Nachfolger für das aktuelle Serum. Vielen, vielen Dank. Du verrückte Nudel. Du und M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Feel your skin. Feel your skin. Du und M. Und 6 Buchstaben hat das. Melone. Melone. Feel your skin. Duschgel. Feel your skin. Gerade noch so. Aber da ist eine Melone abgebildet gewesen, ne? Hm. Oh. Duschgel. Love Melon. Du Geile. Danke. Und dann noch die Tuchmaske dafür. Geil. Spendet kühlende Feuchtigkeit. Das nehme ich heute Abend. Ja. Kühlende Feuchtigkeit kann ich sehr gut gebrauchen. Es ist warm. Duschgel Love Melon mit dem Duft von Wassermelone. Wir riechen dran. Oh, ja, das riecht wundervoll. Dankeschön. Du bist so verrückt. So verrückt. Huch, das war da mit drin. Oder? Das ist für Sammy. Lass es dir schmecken, Sammy. Okay. Sammy, was bekommst du denn Feines? Auch der müsste eigentlich gleich sein Abendbrot kriegen. Der hat so ein Glück immer, der kleine Mann. 12 Knabberstäbchen, reich an Huhn. Also die wird der einatmen, ne, wenn ich nicht aufpasse. Und ich muss sagen, ich passe auf. Mega geil. Dankeschön. Der hat immer so eine Sahne, der kleine Mann. Eine kleine Auszeit für die Haare. Für die Haare? Eine Haarkur. P.
Pure 97, das ist gut, das ist eine schöne Marke. Das ist repariert und verleiht dem Haar Spannkraft, reduziert Frizz und schenkt dem Haar ein rundum gutes Aussehen und feuchtigkeitsspendend und pflegend verleiht dem Haar Geschmeidigkeit, ohne es zu beschweren. Achso, hier hinten steht übrigens drauf, was das ist, ne? Einmal mit Jasmin und Kokosnussöl und einmal mit Lavendel und Pinienbalsam. Ach was, das sind Haarmasken. Aufbauende Haarmaske und feuchtigkeitsspendende Haarmaske. Vielen, vielen Dank. Ultra professionell, hihi. Nee. Oh Mann. Eine Palette. Revolution. Ultra Base Corrector. Ultra Professional Corrector Palette. Oh, Wahnsinn. Da muss ich gucken. Das ist, glaube ich, so mit so Cremetönen. Ich mache ja nicht so wirklich Color Correcting, muss ich gestehen, ne? Ja, also das sind halt wirklich Cremetöne. Sei mir nicht böse, aber die Palette, die werde ich hier weiter verlosen, weil ich die nicht benutzen werde. Das ist einfach so Creme, ne, Color Correcting, das mache ich nicht. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich habe das einmal versucht in einem Video und habe direkt echt Hate dafür gekriegt, weil ich es einfach falsch gemacht habe. Und ja, ich habe es angesehen, ich mache es auch nicht mehr. Leute, wir machen das so. Die packe ich mit zur Verlosung von der Lidschattenpalette. Wo ist sie? Von der Crystal Power. Da packe ich die Revolution Palette mit dabei. Da kann sich jemand drüber freuen, der da einfach, ne, mehr mit anfangen kann. Schreib mir doch einfach, wenn du an der Verlosung teilnimmst, in die Kommentare, ob du die Color Correcting Palette auch haben möchtest oder nicht, damit ich dann Bescheid weiß. Und ja, wenn du gar nicht schreibst, dann weiß ich ja nicht, ob du die haben möchtest oder nicht. Also schreib's am besten mit rein. Genau. Also, tut mir leid, liebe Seva Sweet Beauty, aber ich benutze sowas nicht. Und dann macht das relativ wenig Sinn, wenn ich das einfach hier behalte, um es zu haben. Weißt du? Das macht keinen Sinn. Hm. Zeit zum Entspannen. Da sind Masken drin. Da sind sowas von Masken drin. Von der Größe her. Ja. Eigentlich so witzig, ne? Ich bekomme in Tauschpaketen, Trashpaketen, ich bekomme immer so viele Masken und kaufe mir trotzdem noch weiterhin welche. Okay. Einmal die Balea Maske Berry Smoothie für jede Haut. Antioxidativ wirkende Powerformel mit Cranberry Extrakt und die ist pflegend und das ist so ein Zweier-Sachet. Dann von Misha, da hatte ich glaube ich noch gar nichts von, einmal die Pearl Maske und die Reismaske. Und das ist von Yulakura Time to Relax Tuchmaske und Feuchtigkeitskomplex. Ach schön. Das ist richtig cool. Dankeschön. Ein bisschen Me-Time, ein bisschen Relaxen, ein bisschen mehr. Für den kleinen Hunger oder wenn der Tiger oder Panda in dir geweckt wird. Hä? Da ist doch kein Snickers drin. Wir sind alle so Werbung gesteuert, ne? Oder ist es eine Tiger- und eine Panda-Maske? Ja, das wäre so witzig. Ja, geil. Wie geil. Du bist so witzig. Okay, also das ist erstmal eine Schokomaske von Schäbens gegen den kleinen Hunger. Richtig witzig. Dann von Sien eine Tuchmaske Relaxing Tiger. Du bist so geil. Und die Tuchmaske Splashy Panda. Also geil. Das ist Kreativität, meine Liebe. Wow. Richtig geil. Ein paar Kleinigkeiten. Und dieses geile Smiley-Papier, ne? Das ist ein Hit. Ein paar, sagte sie. Ein paar. Und sie hatte zwei Hände voll. Okay. Oral-B Zahnfleisch und Schmelz Pro Repair Zahnpasta. Sehr gut. Zahnpasta kann ich gut gebrauchen. Wer nicht, ne? Kamel Hand- und Nagelcreme. Sehr, sehr gut. Das ist eine super kleine Größe, die halt echt in die Handtasche passt. Dann von Lavera Hand- und Nagelcreme. Du hast mein Video gesehen, wo ich gesagt habe, dass ich meiner Nagelfee ganz viele Handcremes gebe, ne? Gib's zu. Ja, aber die kleinen werde ich behalten. Hm. Mit Bio-Olivenöl und Bio-Kamille von Lavera, auch cool. Von Litamin Wellness and Care Mandelblütentraum, eine Duftöldusche mit Mandelblütenextrakt. Alter, von Art Deco Scandalous Lashes Mascara. Das ist eine Mascara. Alter, ist das ein Oschi. Ein Riesending. Oh, das ist mal ein Bürstchen. Wow.
Das ist enorm. Das ist ein Gummibürstchen, würde ich sagen. Was einfach mal so groß ist wie mein Auge. Wow, geil. Die wird getestet. Dankeschön. Und von Nutraskin das Hyaluronwasser. Cool. Das steht hier gerade auf meinem Tisch noch. Dann habe ich hier ein Backup. Das ist super. Mit antibakteriellen Silberpartikeln. Finde ich gut. Gerade wenn ich hier nämlich am Drehen bin. Ich mache dann ja eigentlich gerne einen Cut, aber dann mache ich gerne mal zwischendurch den hier. Oh. Und nicht nur in meinem Gesicht, eigentlich am ganzen Körper. Und oh, habe dann einfach mal so ein bisschen mich erfrischt. Hier ist es einfach warm. Es ist einfach so warm. Ich habe hier viele Lichter und so weiter. Ne? Fedi Hoa Hihi. Hä? Fedi Hoa? Fedi Hoa. Hä? Für die Haare. Fedi Hoa. Mhm, okay, okay. Ja, das ist Dialekt. Okay, was haben wir hier? Von Aiko die Hair Fresh Ups. Okay, da haben wir einige in verschiedenen Duftrichtungen. Habe ich getestet, mag ich nicht. Werden weiter wandern, tut mir leid. Habe ich in Boxen gehabt, aber die haben mir überhaupt nicht gefallen. Dry Shampoo Sheets, Anti-Frizz Sheets und Perfume Sheets. Das ist nichts für mich. Also auch Trockenshampoo und sowas, das verwende ich nicht. Deswegen wird das direkt weiter wandern. Das tut mir leid. Ich packe es jetzt hier auch noch mit in die Verlosung rein. Schreib mir einfach, ob du diese Hair Fresh Ups bzw. das Trockenshampoo bzw. die Anti-Frizz Sheets haben möchtest oder nicht. Sowohl die Palette als auch die Sheets. Also in die Kommentare. Also wenn du am Gewinnspiel überhaupt teilnehmen willst. Also du weißt Bescheid. Oh mein Gott. Eine Handvoll Sonnenschein. Das ist doch bestimmt irgendwie eine Kerze oder so. Eine Handvoll Sonnenschein mit Bio-Maracuja-Extrakt. Shampoo, Duschgel, Körperlotion, Handcreme. Oh, das ist ja cool. Da hast du echt vier von... Ja, super im Präsentieren ist sie nicht. Vier von diesen Produktgrößen drin, 50 Milliliter jeweils. Eine Handvoll Sonnenschein. Wonach? Das ist das Duschgel. Wonach riecht das? Maracuja-Extrakt. Ich hoffe, nicht zu frisch. Die Handcreme. Die Körperlotion. Das riecht mir leider echt zu frisch. Und das Shampoo. Das tut mir leid, aber das riecht mir wirklich zu frisch. Das tut mir wirklich leid, aber es geht weiter, weil es macht keinen Sinn, wenn ich das hier behalte und das eigentlich nicht brauche, ne? Und nicht verwende. Also auch das kommt mit in die Verlosung in diesem Video. Leider, leider. Das ist halt einfach, es ist cool, es ist niedlich, aber ich mag den Duft nicht so gerne. Wird hier jetzt auch in die Verlosung wandern. Bei kühleren Tagen etwas für einen gemütlichen Abend. Und da ist eine Teetasse drauf. Da ist bestimmt Tee drin. Das ist gut. Tee ist immer gut. Oh, Strawberry Pure Tox Tea. Happy New You. Das ist geil. Das ist so eine Teemischung. Und ich habe so ein Tee-Ei quasi. Also das ist eigentlich ein Eichhörnchen, aber ne? Wo ich das reinmachen kann. Richtig geil. Aber ich kann mir übrigens auch sehr gut vorstellen, dass man das kalt gut trinken kann. Weil es riecht auch so schön nach Erdbeere. Ich glaube schon. Ich glaube, ich versuche den mal kalt zu trinken, so als Eistee jetzt im Sommer. Mega geil, dankeschön. Kräutertee-Mischung aromatisiert mit Erdbeergeschmack. Hibiskusblüten, Apfelstücke, Lemongrass, Karottenstücke, Aronia-Beeren, Brennnesselblätter, Bohnenschalen, okay, Moringa-Blätter, Stevia-Blätter, das ist dann für die Süße halt, Erdbeerscheiben, Weinbeeren, Hagebuttenschalen, Rosenblätter, yum, rote Johannisbeere, Cranberries und Ringelblumenblüten. Danke. Oh, das ist süß. Das hat sie mir mit reingepackt. Das ist Lancôme La Vie Belle. Das ist so ein Staubherz. Das kannst du dir hinten auf dein Handy kleben und bei Bedarf dann abmachen und damit dein Handy reinigen. Und da habe ich zwei Stück von. Und das ist super. Das kommt direkt auf mein Handy. Denn ich habe das häufig mal. Das ist toll. Dankeschön. Gleich zwei. Ein Herz. Spiegelt auch wirklich so ein bisschen meinen Lebensstil weiter. Ne? Wieder. Genau. Ein wenig Luxus. Ein wenig Luxus. Alter, das ist nicht ein wenig.
Und das ist eigentlich ziemlich viel Eskalation. Eine Sleep and Repair Maske, zellerneuernd und regenerierend mit Hyaluronsäure, wildem Safran. Ja, das wird weiter wandern, weil es eine Overnight Maske ist und ich komme mit Overnight Masken leider echt nicht klar. Das heißt, auch das kommt jetzt hier mit in die Verlosung rein und die wird aber verwendet. Die Luxusmaske von Shelbens Golden Glamour aktiviert die Zellen, verfeinert den Turn mit Gold, Champagner, Kaviar und Perlen. Alto Belly, das sind zwei Sachets, die werden verwendet. Nochmal was Kleines. Alter, das ist nicht klein. Die Definition von klein müssen wir nochmal so ein bisschen neu aufsetzen nach diesem Paket. So, Cherry Sorbet Maske. Das ist cool. Das ist cool. Das hatte sie mir auch geschrieben, genau. Dass sie eine davon verwendet hatte und die andere mir mit reinpacken wollte. Das finde ich sehr interessant. Erfrischt und beliebt mit Süßkirsche, Papaya und Panthenol. Die wird mal ausgetestet, da freue ich mich drauf. Dann kühl lagern und genießen. Hydrogel Augenpads, Augenmaske. Die kenne ich und die finde ich auch echt cool. Von Balea sind die. Die wärmende Gesichtsmaske von Balea mit Salicylsäure und Zink ist so ähnlich wie die One-Minute-Thermomaske von Biore. Die finde ich ganz gut. Und Hautrein-Pickelwärmemaske ist eigentlich so ziemlich das Gleiche. Ja, ne? Nur das ist halt die aus dem Standardsortiment. Also kann ich alles sehr gut gebrauchen und auch gerne verwenden. Dankeschön. Das ist geil. Liebe Claudia, weil du so, dieser Smiley, bist mit Punkt, 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 lass es dir schmecken. Hä? Diese Rätsel. Das ist wahrscheinlich irgendwie so Milka-Herzen oder so. Nein, das ist besser. Es ist viel besser. Entschuldigung, ich eskaliere. Es sind Toffifees. Toffifees, meine Lieben, ist meine absolute Lieblingssüßigkeit, um die mein Freund und ich uns gerne prügeln. Wirklich. Also Toffifees ist, das ist großartig. Und hier sind, glaube ich, zwei drin. Das heißt, eine Packung für mich, eine Packung für ihn. Und er wird seine garantiert eher fertig haben und wird dann meine haben wollen. Eins. Danke. Du bist so geil. Wenn du nur wüsstest, wie glücklich du mich mit sowas machst. Das ist so bekloppt, ne? Aber ich sage ja auch nicht ohne Grund. Wenn meine Freunde was von mir bekommen, tausche ich das gerne gegen Toffifees. Also Schminke gegen Toffifees. Das ist wirklich sinnvoll. Eine gute Investition, danke. Yum, Toffifees. So ihr Lieben, das war jetzt das echt umfangreiche Paket. Also da war echt so viel drin. Essen, trinken, nee, trinken nicht, trinken habe ich hier. Essen, genießen, schminken, pflegen. Oh mein Gott, also es ist echt der Wahnsinn in Tüten. Und vielen, vielen, vielen Dank, liebe Seva Sweet Beauty. Du hast mich wirklich glücklich damit gemacht, ne? Und dafür, dass du mir eigentlich nur so ein kleines Rosenwässerchen schicken wolltest. Ja, ich hoffe, du freust dich ebenfalls über die Produkte, die ich dir geschickt habe. Und ja, was soll ich sagen? Ihr da draußen, denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Da vorne sind die Produkte. Schreibt mir in die Kommentare, ob du die Color Correcting Palette haben möchtest und ob du die Hair Fresh Ups haben möchtest. Es gibt einen Gewinner. Falls du es nicht haben möchtest, wird es in der nächsten Verlosung irgendwann mal auftauchen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!